Mit der Hebelschneidemaschine 867 stellt Dahle eine ergonomisch durchdachte sowie praxisorientierte Neuheit für maximale Schnittlängen von 46 cm vor. Das ist ausreichend für DIN A3 Formate. Ergonomisch durchdacht, denn sie hat einen neu gestalteten Handgriff, der auch dauerhaftes Arbeiten ohne Verkrampfungen zulässt. Abgerundete Kanten und praktische Tragegriffe erleichtern den sicheren Transport. Ein Schutzblech unter der Messerzone verhindert unbeabsichtigtes Eingreifen in die Schneidmesser. Dieser neu entwickelte Rückanschlag hat zahlreiche Vorteile wie die bessere Führung durch Stege, welche in Nuten geführt werden und dabei auch das Durchrutschen von einzelnen Papierblättern verhindern. Selbstverständlich lässt sich der Rückanschlag wie bei allen Schneidemaschinen von Dahle an beiden Winkelanlagen fixieren. Die Stabilität der rechtwinkligen Positionierung wurde gegenüber bislang bekannten Lösungen wesentlich verbessert. Eine automatische Papierpressung hat den Vorteil, dass sie das Papier, gerade wenn es mehrere Blätter sind, wirkungsvoller festhält, als dies manuell geschehen könnte. Die Deaktivierung der automatischen Papierpressung erfolgt durch das Umlegen des roten Hebels an der Frontseite der Schneidemaschine. Dieses empfiehlt sich für weiches bzw. empfindliches Schneidgut. Dabei muss das Schneidgut manuell festgehalten werden. Der Schnitt erfolgt ohne jeglichen Anpressdruck. Eine komfortable Ablage Ihres Schneidgutes gewährleistet der optional erhältliche Vordertisch. Zwei Metallbolzen und zwei starke Magnete halten den Vordertisch immer parallel, verwindungsfrei und in 90 Grad zur Schnittkante am Schneidertisch. Wie im Schneidetisch sind auch im Vordertisch Nuten angebracht. Der Anwender kann somit den Rückanschlag auch als Vorderanschlag verwenden. Das hilft zum Beispiel immer dann, wenn Sie gleichbleibend lange Materialstücke schneiden müssen. Durch das federnd gelagerte Vorderstück und die abgestreckte Kante kann man die Vorrichtung millimeternah an der Schnittkante positionieren. Legen Sie das Schnittgut an der Winkelanlage an und schieben Sie es gegen die Schmalstreifen-Schneidevorrichtung. Wenn das Obermesser das Vorderteil der Schmalstreifen-Schneidevorrichtung berührt, schiebt es sich an der Schräge des gefederten Vorderteils entlang und drückt es zurück. Die geschnittenen Streifen fallen in den Schacht zwischen Schneidemaschine und Vordertisch.
Mit der Laserstrahlschnittandeutung erkennen Sie immer die aktuelle Schnittlinie und können jedes Papier ganz genau ausrichten. Unabhängig von den Winkelanlagen oder den auf dem Schneidetisch aufgedruckten Maßangaben. Die Laserstrahlschnittandeutung ist optional erhältlich.